Hallöchen Leute, ich habe jetzt Windows 11 bei mir drauf. Wie das funktioniert auf älterer Hardware ohne TPM, hat der Semper-Video mal ein Video zu gemacht, aber ich verlinke euch nochmal unten in der Beschreibung eine Seite, die das auch sehr gut erklärt. Ich habe jetzt hier Windows 11 drauf und das ist sehr gewöhnungsbedürftig. Ich muss ganz viel googeln, um Standardfunktionen eigentlich, die ich aus Windows 10 kenne, zu kriegen. Zum Beispiel habe ich mir immer gewundert, wieso ist hier kein Kalender mehr unter der Uhr. Ja, nach Google, da ist der Kalender. Was soll denn das? Dann macht das doch gleich, dass ich das sehen kann. Standardkalender. Das ist wirklich so. Dass ich einen alten PC habe, könnt ihr hier sehen. Intel Core i7. Wie auch immer, 1151 LGA, also es ist nichts Besonderes. Mainboard ist das Z170A. Memory habe ich 32 GB. DDR4, Grafik ist eine GeForce GTX 750 Ti. Da musste ich jetzt so um mit dem ENV-Eng oder wie auch immer, ebenfalls das Rendern auf der Grafikkarte. Damit das funktioniert, musste ich jetzt extra nochmal einen Treiber downloaden. Das brauchte ich bei Windows 10 nicht. Der hat schon den neuesten Treiber selbst gedownloadet. Ich muss hier ganz viele Sachen wirklich nachgucken. Hier Performance, mache ich mal so. GPU ist okay, zeigt er mir auch an. Seht ihr hier Video-Encode? Ich nehme ja jetzt gerade einen Bildschirm auf mit OBS. Das macht die Grafikkarte, die ist jetzt bei ungefähr 54%. Prozessor gammelt so vor sich hin, sage ich es mal so. Aber auch in den Systemeinstellungen. Ich habe mir hier schon das Control Panel, das alte, was ich auch aus Windows 7 und Windows XP kenne, schon unten angepinnt, dass ich hier mir alles anzeigen kann, aber da fehlt auch noch einiges drunter. Wenn ich jetzt unter System gehe und mit Open, sieht das so aus. Das ist Windows 11 Pro 22H2, das ist glaube ich die neueste, die gerade gibt. Device Manager. Man muss sich das alles so rauspulen, dass ich das hier sehen kann. Audio. Ja, Realtek, da musste ich auch den Treiber extra downloaden, dass ich dann direkt die Software dafür habe. Das musste ich bei Windows 7 theoretisch nicht. Hier den HD Audio Manager von Asus. Das musste ich bei Windows 10 theoretisch nicht. Das Mausometer, was ich hier drauf habe. Das funktioniert nur irgendwie bedingt, also es zeigt mir das nicht an. Manchmal reagiert er fast gar nicht. Keine Ahnung. Fragt mich nicht. Dann der ein oder andere wird es sicherlich gesehen haben. Ich habe hier sonst immer noch irgendwo die Download- und Upload-Geschwindigkeit vom Netzwerk gesehen. Das ist das NetSpeed Monitor, der eigentlich auch nicht mehr unter Windows 7 und Windows 10 hinhauen sollte. Funktionierte da aber noch, wenn man die Kompatibilität auf die vorherige Windows-Version stellte. Das konnte ich hier zwar auch machen, aber ich habe es nicht zum Laufen gekriegt. Ich kann es hier nicht sehen. Vielleicht hat ja einer von euch noch irgendwie eine Idee, wo man ein Tool für Windows 11 kriegt, wo ich sehen kann, mit wie viel Download und Upload er hier arbeitet. Das ist manchmal, brauche ich das, um zu sehen, wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Video hochlade, wie schnell er das tut. Weil manchmal habe ich das Gefühl, das geht extrem langsam und guckt dann, nee, er hat aber seine Upload- und seine Download-Geschwindigkeit. Auch so bei Internetseiten und so weiter, wenn die manchmal relativ lange brauchen, dann sehe ich aber trotzdem noch an anderen Seiten, die die Geschwindigkeit passt. Man muss sich nicht immer einen Speedtest durchführen. Der Ping, der variiert immer wieder, aber ich glaube, ein Ping von ungefähr 10 bis 20 Millisekunden, so in dem Bereich liege ich immer.
Ja, mit den Einstellungen hier, das ist echt gewöhnungsbedürftig. Auch mit der Startseite, mit dem ganzen Programm hier. Eigentlich will ich das lieber so sehen als so, weil das bringt mir eigentlich nicht viel. Eigentlich will ich die ganzen Apps sehen. Ja, dieses Amore Crete oder wie das heißt, ist für meine Tastatur. Da hätte ich beinahe schon ein Video drüber gemacht, aber das hat sich erledigt. Da hatte mir meine Beleuchtung von der Tastatur ein bisschen gesponnen und nachdem ich sie auseinander gemacht, ge gebaut habe, geschraubt habe, sind wahnsinnig viele Schrauben drin. Das ist eine Asus Strix Flair oder wie die heißt, ROG. Da sind wahnsinnig viele Schrauben drin. Jede Taste RGB beleuchtet und die kann so viele Modis machen. Aber das Problem hat sich da erledigt, nachdem ich sie vom Strom hatte und wieder angesteckt habe, nachdem ich hier alles auseinander hatte, mit dem Oszilloskop gemessen habe und alles, ging es wieder. Das ist ein anderes Thema. Aber so einige Sachen sind echt Wahnsinn. Den Classic Calculator von Windows 7 und XP, glaube ich, ist der. Windows 10 hat, glaube ich, noch einen anderen. Den musste ich mir hier auch noch mal extra drauf machen. Ich weiß gar nicht, ob Windows 11 einen Rechner hat. Calculator-App. Standard, ja, geht auch. Nochmal Scientific. Das sieht schon wieder anders aus. Oh, also Grafik, also einen grafischen hat er jetzt auch noch. Egal. Paint habe ich noch gar nicht ausprobiert. Wie sieht ein Paint aus? Ach, du kriegst die Tür nicht zu. Nochmal wieder ein bisschen anders. Naja, wird man schon mit klarkommen. Ja, aber ich habe jetzt hier Windows 11. Vielleicht kommt noch das ein oder andere Mecker-Video, wie ich es mit allen anderen Windows-Videos mache. Es ist aber schlimm, dass Windows oder Microsoft so viel immer ändert am Design. Die könnten doch mal ein Design lassen oder zumindest die Funktionen so lassen. Ich habe hier auch erst einmal nach der Installation einen ganzen Haufen Apps runtergeschmissen. Das kann ich zum Glück mit dem Rivo Uninstaller machen. Geh weg. Windows Apps. Da ist ja schon wieder das was drin. Das will ich raus haben. Notepad kann bleiben. Quick Assist habe ich doch auch raus. Experience Pack. Weiß ich nicht. Also die Windows-Apps, die Liste war e extrem lang und das habe ich da rausgeschmissen. Ich habe eigentlich auch in der Registrierung auch eingestellt, dass er das nicht wieder installiert. Windows R, also diese Windows-Taste plus R funktioniert hier bei mir nicht. Warum auch immer, muss ich hier auf aus, ja, ran. Dann komme ich erst dahin, dass ich, da habe ich noch das für den Autostartordner. Da können wir auch noch mal kurz reingucken. Das ist das Mausometer. Also, es wird immer komplizierter mit Windows. Ja, ich könnte auf Linux wechseln. Da funktioniert 99% der ganzen Sachen, die ich mache, auch drauf. Aber es gibt einige Sachen, die ich wirklich nur unter Windows machen kann. Und darum bleibe ich noch bei Windows. Ich bin mit Windows aufgewachsen. Da wird man auch schwer los. Aber gut, ich habe das hier offline installiert. Ich brauche kein Benutzerkonto, nichts. Wenn irgendwann wirklich der Zwang kommt, unbedingt ein Benutzerkonto, dass ich hier online bin, dann lasse ich Windows sein. So, mehr wollte ich eigentlich nicht zeigen. Es ist wirklich gewöhnungsbedürftig. Vielleicht mache ich noch das ein oder andere Video darüber. Ich will es einfach nur mal testen, wie gut das hier läuft. Im Moment merke ich nur, dass es ein bisschen mehr Ressourcen frisst als Windows 10. Zumindest auf meinem System.
Aber da kommt vielleicht noch mal demnächst ein oder zwei oder drei oder vier Sachen darüber. Okay, bis dann. Tschüssi.